Hallihallo, Rot Milano hier. Es macht richtig Spass, obwohl ich dort bei Kaido, bei diesem Bergrennen, schlecht ausgesehen habe. Ich habe mir etwas Pause gegönnt, aber es macht süchtig. Es macht süchtig. Wir haben hier ein Nissan reingezogen als Fahrerbelohnung. Jetzt wollen wir den mal austesten. Ja, wir haben ja zwei deren. Aber diesen hier. Jetzt kurze Worte. Viel Sinn. Ideallinie aus. Das wird was. Das wird was. Ich hoffe, ich kann mithalten. Besser als allen davon zu fahren. Ja, wer weiß. Vielleicht auch nicht. Wenn die Spur nur Bremshilfe wäre. Oh, das tönt so richtig nach Nissan. Ja, die ziehen auch schön, Mann. Hey, 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 hey. Ja, ich sehe alt aus. Drei Runden. Der Wagen tönt. Der erste ist schon über alle Berge. Mann! Oh nein, nein! Ah. Ja, das ist mir etwas zu schwer. So. Gut, dass es jetzt schon rausgekommen ist. Das ist mir doch etwas zu schwer. Ich habe schon gedacht, das würde sehr hart werden. So. Jetzt hoffe ich, ich kann es besser bringen. Ja, super. Ja gut, jetzt bin ich auch besser weggekommen. Keine Ahnung warum. Ja, gut, es geht. Ja, es macht schon sehr viel aus, wenn man das sieht am Boden. Extrem. Ja, vor allem die lange Strecke, hoho, ohne was, ohne Hilfe, du, nein, danke, das wäre nicht gut geworden. Ja, super. Sag mir da.
Ja, kaum was, das ist nicht unsere Schuld. Oder es sind ab und zu so kleine Bagatellschäden. Ja gut, ich gebe ja zu, so ist es uninteressant, ich weiß. Ja, Brone, habt ihr gesehen? Ich weiß nicht, ich kenne die Strecke viel zu wenig, die große. Um da was zu bringen. Ja, ich versuche die nächste wieder, wenn die Klassen etwas. Also von den Herstellern her etwas gemischter sind, weil hier die Nissan sind stark. Und allzu weit vorne bin ich auch nicht. Ich versuche jetzt einfach in die Bestenliste reinzukommen und dementsprechend auszusehen. Gut auszusehen. Aber diese Strecke hier ist schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Die lange Strecke hier. Das heißt, ich war nie richtig gut hier. Kleine geht, weil die habe ich sehr viel mal gespielt früher. Die lange immer Schwierigkeiten, diese Kurven. Gewisse Kurven immer Schwierigkeiten gehabt. Nein, nein, nein. Ah, unschön. Man geht das lange, bis man schalten kann. Der ist gar nicht hochtourig. Das auch. Nein, 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 nicht dorthin sehen. Pfeifen gerade. Also diese Kurve geht. Die ist von dem alten Zirkus. Die ist auch nicht so schlimm. Die auch nicht, wenn man sie dann bald mal kennt. Dann auch diese hier, die kommt, die links. Stark. Hier muss man aufpassen, nicht zu fest nach links zu kommen. Jawohl. Dann diese wäre die letzte. Und da würde es gerade runtergehen, wo hier geschlossen ist. Und hier ist diese ist auch ein bisschen krass. Geht man gerne links, rechts baden, auch diese. Die ist auch etwas tückisch. Ja, alle die neuen Kurven, die gefallen mir nicht so, weil ich sie nicht so gut kenne. Komm da. Ja, jetzt haben wir einige B. Ups. B-Klasse. Rennen gefahren. Wow.
ein bisschen aufgeholt, ob ich das nach Hause bringen kann. Mal schauen, ist es grün oder rot? Sieht man oben ganz schnell rot. Ja, nun, was haben wir hier? 9%. Und den ersten 9%. Weiter. Keinen Schaden. Das ist gut. Jetzt werden natürlich die Rennen immer länger. Heute wohin geht es wieder zurück nach Dunsford, England, auf die berüchtigte Top Gear Teststrecke. Ich kann das nicht ausstehen. Was hatten wir letztes Mal? D. Ja. Kreditzufall, ja. Fahrerlevelbonus 2,5. Ist das viel? Schon ein bisschen wenig. Mach lieber da. Ja, nur Bremshilfe. Obwohl ich mehr brauchen könnte. Ah, das ist das Schlechteste, was ich... Das gefällt mir auch überhaupt nicht. Vielleicht, weil ich nicht gut bin. Nein, schon das erste Mal, wo ich das gemacht habe, habe ich gedacht, was ist denn das? Und viele freuen sich. Ich weiß, einige gefallen mir. Aber mir überhaupt nicht. Durch die Tore fahren geht noch so. Oh Mann. Mir gefällt noch das Überholen. Aber auf einer Strecke, die ich kenne. Oh, verpasst. Ja, da hätte ich besser aufpassen sollen, aber ja. Egal. Hauptsache ist das fertig hier. Na ehrlich. Oh Mann, schaut euch das an. Das kenne ich gar nicht. Links und rechts. Hier noch. So wie eine Straße aufgebaute Bowling. So. Da machen wir nicht lange Tänzchen. Fertig. Ja, ich weiß. Weiter. So. Da bin ich überhaupt nicht motiviert für solche Sachen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich versuchte. Heute können Sie Ihre Fähigkeiten noch einmal auf dem Indianapolis Motor Speedway demonstrieren. Ich habe mich so zusammengerissen die letzten zweimal. Ja. Gefällt mir nicht. Schon ein Auto. Nein. Momentchen. Was haben wir noch für B-Auto? 250 bald. Mit dem sind wir gefahren, beim anderen auch. Das sind wir auch gefahren. Speedway. Ja, braucht ein bisschen ein schnelles Ding. Ja, wieder mal das Stingray. Das ist eine Herausforderung. Da muss ich die Schwierigkeit nicht anpassen, schätze ich mal. Oder soll ich? Ja, jetzt mache ich es ganz schwer für mich.
Also es wäre mir lieber eine Nissan gewesen. Aber eben, nicht, dass man einschläft. Vielleicht schlaft ihr schon. Aber das macht ja auch nichts. Hauptsache hört ihr meine Stimme. Ja, das Spiel gefällt mir sehr. Das sollte nur etwas schneller gehen hier. Wie bei Forza 3. Mann, ich war Stunden um Stunden. Da war ich dran, du. Unglaublich. Ja, ich glaube, ich kaufe mir ein Merz. Der Black, AMD Black. Genau, das wäre noch gut. Das ziehe ich mir rein, genau. Oh, vergessen zu schalten. Super. Indie-Fan. Oi. Ja, super. Was wäre das nicht ohne Spaß? Hey Mann, wie lange geht das noch da? Ich kenne das nicht mal so gut. Aber solange das jemand vor mir ist und zeigt, wenn ich bremsen muss, dann ist alles gut. Diese glaube ich im zweiten Gang. Oh shit, warum komme ich so schnell? Warum geht der so langsam? Ah, wegen dem, okay, alles klar. Und dann sieht man nichts wegen der Sonne. So. Oh. Ah, das ist ja die. Jetzt weiß ich wieder. Mit dem Lotus bin ich hier gefahren. Schlecht bin ich hier gefahren. Bin ich immer dort reingekommen. So. Ja. Aber es sollte nicht sein. Ja, gute Ferrari, klar. Wohin muss ich? Aha, links. Sag doch das. Ja gut, ich habe die kleine Map noch. Aber die schaue ich mir nicht so an. Leider ist ein Fehler. Ja, das war's. Oder auch nicht. Jetzt habe ich gedacht. Die gehen ab da. Dabei muss ich noch bremsen. Geht's noch? Komm, geh, fahr. Jetzt gehen sie voll Rohr. Schaut euch das an. Ah, das ist wieder hier, okay, alles verstanden. Wegen dem trotzdem Erster. So, das mal nehme ich jetzt heim. Nach Hause. Ich weiß, es war sehr unsauber. Aber man muss hier Ellbogen, ich kann euch das sagen. Sonst hat man keine Chance, hier Erster zu werden. Wenn überhaupt. Jetzt kommt der andere wieder, da muss ich ihn sperren. Ah nein, geht. Geht. Ja, schlecht. Ja, Fahrerbelohnung. Ah, jetzt kommt ein Auto. Und was für eins? A will ich mal, jetzt bald mal. Oder gibt es immer noch B-Auto? Ah, zweites Rennen. Okay. Jetzt will ich doch was zeigen.
Ich habe zwar gewonnen, schlecht gefahren. Aber nur Bremshilfe. Natürlich, wenn ich Volllinie hätte, wäre ich noch besser. Oder wäre ich nicht so schlecht? So muss ich es vielleicht formulieren. So, nochmal schauen. Ob ich so besser bin oder schlechter, wer weiß. Ja, der geht rechts weg. Ja, die küssen sich auch immer wieder, da darf ich auch. Ah, jetzt, er wollte auch überholen. So geht es natürlich nicht. Ein schöner Ferrari. Und er spuckt Feuer. Ein richtiger Drache. Ja, die Corvette geht noch recht gut an, die ich habe. Aber ich habe trotzdem Probleme. Ob jetzt die Bremshilfe hier ist oder nicht. So, mal schauen. Jetzt nimmt es mich wunder. Super, das habe ich immer gerne. Na gut, hätte auch ein bisschen schneller fahren können, oder? Das ist schlecht gewesen. Ah. Besten liest der Bessere. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja, die Corvette geht schon. So, schön sachte. Kein Fehler bitte. Jetzt wäre ich fast dort reingefahren rechts. Das wäre gar nicht cool gewesen. So. Ja, ein bisschen besser. Bissl. Ja, sehr schön. Und was kommt jetzt? Ja, ein Shelby bekomme ich. Ah, nein, der will ich nicht. Camaro. Ich nehme ein Camaro. Ja, ich diskutiere hier nicht mehr mit mir wegen den Farben. Fertig. Ich habe immer noch kein Auto bekommen. Heute geht es noch einmal in die Schweiz.
in die kurvigen Berge. Ja, das wird schwer sein. Chevy Camaro. Ja, würde ich fahren. Next time, hä? Ich kaufe mir den März. Den Blackie, wo ist der März? Hier? Schaut euch an, wie teuer das der ist. So ein alter Göppel. Wo ist mein März? Nein, nicht der. Wo ist der? Nein, auch nicht der. Ja, jetzt muss ich ihn suchen. Ist das noch ein... Ah, das ist er. Genau. Der ist teuer. Mann, ich wollte den. Ich kann nicht den nicht kaufen. Kein Geld. Ja, dann halt mit dem Chevy. Den muss man nicht mehr upgraden. Das ist gut. Also drück... Was ist das Chevy? Das ist jetzt schade. Ist doch der Chevy gewesen hier. Ha. Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass das weggeht, sonst... Warte, jetzt probiere ich noch mal was. Wo ist das Dingy? Der Dingy. So. Ah, hier ist er. Das ist schon komisch. Ich hatte ihn ja. Komisches Spiel. Was machst du für Füchse hier? Schwierigkeit, ja. Bremshilfe will ich. Dem Chevy sowieso. Der geht ziemlich ab, aber ist auch ein bisschen ein Schiff. Ein Schiff auf hoher See. Und vor allem diese... Ist wohl in der Schweiz, ja, aber... Diese Strecke ist recht schwer, anspruchsvoll. Vor allem mit gewissen Autos, die Gondeln. Umso schwieriger. Auch sonst, wenn sie super halten, hat es hier Tücken. Alte Kisten. Das ist ein neuer. Meiner. Ja, super. Die fahren auch einfach. Ich weiß nicht. Ich war viel zu nett. Finde ich jetzt. Ich habe immer so aufgepasst. Ja, sauber fahren. Aber die machen das ja auch nicht. Ich meine, ich habe auch online gespielt, hin und wieder. Ganz am Anfang. Und auch zwischendurch mal wieder geschaut. Aber dort, die checken einem immer raus. Es gibt sehr selten mal ein Spiel, die nicht Bowling mit einem spielen. Das finde ich etwas schade. Aber was soll's? Oh Mann. Aber eben, dort bin ich schon froh, wenn ich nicht disqualifiziert werde. Weil der erste schon so schnell ist. Und dann hat man nur 30 Sekunden Zeit und dann kommt man rein in das Ziel rein. Und wenn ich das schaffe, bin ich jedes Mal zufrieden.
weil das schaffe ich eben nicht allzu viel. Ich glaube, mein Bestes war mal Dritter. Aber da waren nicht allzu gute dabei. Vor allem sobald, dass die Leute die Autos tunen, hat man keine Chance mehr. Des Weges, zeig es mir. Ah, okay. Bremsender, so. Ja, also unbedingt, was ich gesagt habe wegen dem Schiff, ist nicht korrekt. Dermaßen Schiff, ahoi, ist er schon nicht. Besser als der Shelby ist er auf jeden Fall. Der Shelby ist ein Schiff. Gut, muss auch jedes Mal etwas ausbalancieren. So gut wie ich es kann. Aber ich mag mich gut erinnern, der Shelby ist schon unruhiger. Ja, da bin ich auch nicht gut. Da kann man besser ließen schauen, vielleicht, wenn ich Glück habe. Vielleicht 65 würde ich sagen. 65%. Also ich würde staunen, wenn ich besser wäre. Weil dieser Zirkus hier liegt mir überhaupt nicht. Vor allem mit diesem Auto kriegt man natürlich nicht die beste Zeit. Ja, die Übersetzung habe ich auch nicht im Griff hier. Ich kann euch sagen, Königsegg fahren, das ist was da. Da der schwedische super Auto da. Big Bugatti. Unglaubliche Autos. Die werden wir dann noch fahren können. Also bis R3 komme ich ziemlich mit. R2 und R1, da habe ich sehr wenig Übung. Da habe ich bei Forza 3 gespielt. Dort ging es noch so. Aber das ist total eine andere Welt. Oh, jetzt war ich sehr schlecht. Ja, ich bin jetzt mehr am Quasseln als am Fahren. Weil ist ja langweilig. Und ich mache lieber hier keine Fehler. Grobe Fehler, dass ich da noch irgendwo absteige. Darum erzähle ich euch das. So, Hintergrundgeschichten. So, Seli. Ja, die sind schön verteilt. Ja, jetzt, ich habe gesagt, etwa 65%. Wow, was? Also, jetzt ist mir die Spucke weggeblieben. Ja, unglaublich. Unglaublich!
Jetzt ist mir effektiv die Spucke weggeblieben. Ha! Unglaublich! Jetzt kommt mir wieder was in Sinn. War es das Auto, wo man den Motor nicht hört? Na gut, diesen März will ich nicht. Holden. Es war noch cool, ein Holden. Audi, nein. Obwohl, gutes Auto. Ja, ich will trotzdem mal... War das Auto? Wir werden es... Ja? Wie viele gibt es noch? Jetzt geht es zurück nach Japan zum weltberühmten Suzuka Circuit. Noch etwa 5 Rennen hätte ich. Besser gesagt. Ja, doch. Bin ich am Überlegen? Ja, machen wir noch eine. Nicht mit dem Camaro, sondern... Wo ist er denn? Jetzt bin ich gespannt. Das will ich noch sehen. Also was haben wir hier? Fahrer-Level-Bonus? Geheimnisbonus. Ja. Fahrerlevel. Da gibt es wieder Autos. Schwierigkeit. Ja, Bremshilfe lassen wir schon an. Ja. Ja, vielleicht mal nicht. Wieder mal nicht. Jetzt hatten wir. War langweilig. Also ich meine langweilig, um zu sehen. Oh, aber diese... Oh Mann, keine Bremse. Oh mein Gott. Ja, ich muss, glaube ich, hinter den ersten 2 bleiben. Jetzt nimmt es mich wunder. Hör. Nein. Das habe ich immer noch nicht gefunden. Ja, no. Ja, super. Oh, Madonna. Oi. Mit einem Auto, das ich nicht kenne, fahren, das ist immer gut. Oh. Ja, wir werden sehen, was da kommt oder nicht kommt, oder geht oder nicht geht. Hätte ich vielleicht doch ein anderes Auto genommen. Oh nein. Das passiert eben. Wenn man mir keine Linie schenkt. Ich meine die Bremslinie, keine andere Linie. Oh. Ich gehe sandeln.
Niedersächster. Ja, irgendwann, also Dritter will ich werden. Das wäre schon toll. Mann! Hoho, Dritter will ich werden, ja, ja. Kann froh sein, wenn ich... Nein, geht's nicht. Ja, keine Bremshilfe, das... Oh je, meine, nein. Geht's noch, du? So. Jetzt konzentriere ich mich. Das ewige Schwafeln. Diese Konzentration dahin. So. Das Auto, das hält überhaupt nicht in die Kurve. Oh Mann. Jetzt ging ich quer. So. Ich kann auch reinbrechen. Dieses Auto ist zum Heulen mitfahren, ich kann dir sagen. Ja, voll zum Heulen. Schlechtes Auto. Schlechter Fahrer. Oh Mann, du. Oh, oh, oh. Oh, je. Das hätte fast Bums gemacht. Ah nein, nicht mal so schlimm. War nicht mein Fehler. Am Heck, so, so. Warum bekomme ich denn so Abzeichen, wenn ich so Scheiße mache wie das? Es war da schon am Heck was. Ja, das Auto ist schwer. Schwer zu fahren.
Ah, das ist diese Kurve. Shit. Rein, rein! Oh, diese Kurve habe ich super bekommen. Sonst wäre ich nicht so nah auffahren können hier. Ah, ich bin schon froh, wenn ich Zweite werde, ich kann es euch sagen. Aber es ist mehr drin, es ist mehr drin. Ich könnte Erste werden. Ja, könnte, aber eben so nicht. Jetzt muss ich den schon wiederholen. Ah, ja, ja. Der Wagen, der bringt mich noch ins Grab, du. Mann, das ist unglaublich. Ist ja das alles schon schwer genug, aber nein. Das Auto ist fast unfahrbar. Jetzt mache ich mal das Gleiche. Oh Mann, ja super. Ja. Vierte. Ja, dritte. Der hole ich mir schon. Oder auch nicht. Mann! Hin und wieder läuft es überhaupt nicht. Ja gut, was erwarte ich? So, sehr unschön, aber Zweite werde ich. Diesem Ding hier. Ah. Ja, wir schauen mal rein. Ja, nicht mal so übel. Ich war schon auf 80 oder. Weiß ich wo, du. Lexus-Fan, so, so. Weiter. Da kommt jetzt nicht noch der zweite Lauf. War das nicht hier? Nein, nein, abgeschlossen. Okay, nächstes Mal gehen wir. Jetzt geht es zurück nach Georgia auf den Asphalt der Road Atlanta. Und tschüss. Bei Extreme Mehrklassig müssen Sie es schaffen, Gruppenerster zu werden, wobei Sie sich die Strecke mit völlig anderen Autos teilen.